Hey ho, nächste Runde. Ja, mit den ganzen Anbauteilen, aber ich drehe mich hier jetzt mal ringsrum. Definitiv noch nicht heute. Mit dem Kasten geht es dann sozusagen morgen weiter. Tja, weil ich bin dazu genötigt worden, hier aufzuräumen, um morgen noch schnell was anderes zu machen. Und danach habe ich aber wieder Zeit für den Kasten. Alles klar, für euch die nächste Szene. Bis dann, bis gleich, bis sofort. Jetzt! Und wiederum zwei Tage später oder drei Tage sogar. Ich habe hierherin noch nichts weiter gemacht. Aber heute soll es weitergehen mit dem Zeug, was ich euch schon gezeigt habe. Ja, das werde ich mir jetzt alles anzeichnen, ausmessen, was für Löcher ich da brauche, die Dimensionen, Durchmesser etc. pp. Mir das Werkzeug dazu herrichten und dann am Kabinett alles anzeichnen und bohren und fräsen und sägen und naja, das Übliche halt. Ich denke mal, teilweise werde ich euch dann auch wieder dazu holen. Naja, legen wir mal los. Für die Belüftungspinöpel habe ich hier jetzt, ja, freie Schnauze, die Löcher gebohrt. Oben habe ich sie dann doch ein bisschen angezeichnet. 7 Stück an der Zahl. Und jetzt kommt der Stromanschluss, der Kaltgerätestecker. Und da habe ich mir eine kleine Schablone schnell ausgeschnitten. Die halte ich jetzt hinten hin, zeichne mir an und das muss ich dann natürlich mit der Stichsäge aussägen. Und mit dem An- und Ausschalter, ja, genau dasselbe Spiel. Der wird dann auch hier oben mit reinkommen. Und der Stromanschluss selber, entweder unten, ja, den mache ich unten rein, weil die untere Rückwand bleibt ja fest drin. Und ja, ganz genau, die kann man ja wieder rausschrauben. Was wir noch machen müssen, weil ich hier in den Ecken schon die zwei Lüfter angezeichnet habe und ja, noch die Diagonalen dann ziehen und dann kann ich den 120er Lochbohrer nehmen und die auch durchbohren und die kleinen Löcher bohren, um das Zeug dann zu verschrauben. Das Loch für den Schalter drin, das Loch für den Kaltgerätestecker drin, ja, und die Löcher für die Lüfter drin. Noch nie war es Lochen oder das Löchern einfacher. Wunderbar. Ich verschleife die jetzt noch, setze die Rückwand wieder hin und wie es dann weitergeht, sage ich euch, ja, wenn ich das soweit gemacht habe. Oh, und immer wieder Rückschläge und Änderungen und ja, wenn mir halt wieder was aufgefallen ist und jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Den Lautstärkeregler wollte ich ja auch oben drauf setzen. Aber der ist nicht zum Stecken. Kabel geht hier direkt rein. Ja, aufgefallen ist mir das jetzt eben, weil ich noch das Stromversorgungsloch für den Subwoofer machen wollte, nach unten, weil die Steckdose liegt ja in der Mitte. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss ja noch das Kabel aufbringen. Tja, und jetzt schraube ich den hinten auf. Nimm das raus und schau, ob der vielleicht innen ein Stecker leer hat oder ob die Kabel alle verlötet sind. Weil wenn sie verlötet sind, ja, da muss ich mal was ausdenken. Weil so ein Riesenloch will ich da jetzt nicht überall durchbohren. Nee. Ja, das gucke ich jetzt und mache ganz einfach. Alles zerlegt und zerrupft und ja, es war ein Stecker dran, also brauche ich bloß so ein großes Loch bohren eben, dass der Stecker durchpasst. Ja, und das halt dann ganz nach oben noch durch. Das mache ich jetzt noch.
Und dann geht es auch schon wieder weiter. So Leute, jetzt habe ich alle Löcher soweit drin. Unten noch für Stromkabel und Lautsprecherkabel und das alles. Die Löcher sind drin, dass ich die Lüfter direkt reinschrauben kann. Unten ja klar, für den Subwoofer. Und wo geht es jetzt weiter? Tja, als nächstes den Monitor wieder rein. Also die Rückwand habe ich jetzt nicht hundertprozentig festgeschraubt, die muss ich ja wechseln. Monitor nachher nochmal wegmachen. Unten die Platte muss ich ja jetzt dann auch bohren. Das ist dann auch eins der nächsten Arbeiten. Aber eben, wie gesagt, zuerst Monitor rein und dann geht es mit den Scheiben weiter. Weil ich brauche hier auch noch einen Rahmen, wo ich die Scheibe auflegen kann. Und tschum, da sind sie drin. Ja, das wird so jetzt der nächste Schritt sein. Scheiben und das Playfield. Ja gut. Bei den anderen Geschichten ist es Playfield, der Monitor. Bei dem Ding hier ist es bei mir auch jetzt, wo die Joysticks drin hocken. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Ich muss die Kiste jetzt nochmal ausstellen. Muss nochmal auf der Hebebühne was machen. Und dann denke ich, dass wir da endlich weitermachen können. So richtig mit Volldampf. Weiter geht es. Ich habe den Monitor jetzt schon reingesetzt, hinten verschraubt. Ja, hier bin ich mir jetzt immer noch nicht schlüssig, ob ich es jetzt doch so rein mache oder verkehrt rum. Boah, ich weiß es nicht. Ich wurde deswegen eben aufgezogen, Linkshänder oder sonst was, aber naja, vielleicht mache ich es doch so rein. Wenn es mich aufregt, kann ich es immer noch umdrehen. Ja, heute arschkalt, deswegen brennt da hinten der Ofen. Und wo geht es jetzt weiter? Hier mit den Plexiglasscheiben. Ja, ich werde sie jetzt auspacken und dann einmal hinhalten. Kamera aufs Stativ, das habe ich extra mitgebracht. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Da brauche ich jetzt nicht einmal ein Stativ dazu. Also, hier oben die Scheibe, ja, passt soweit ganz gut, bin ich zufrieden. 1, 2, 3, 4 Bohrungen, das ja, Plexiglas gleich mal runterschmeißen, dann ist es hier oben drin. Jawohl. Die Scheibe hier werde ich leider noch mal schneiden müssen, hier unten. Und warum? Einfach, dass ich mit dem Brett auf mein Maß komme und dass das dann hier hinten sauber abschließt und wir da ja keine so Vertiefung haben. Dann werde ich unterhalb von dem Monitor noch einen Queräumel reinmachen und hier oben, wo dann die Plexiglasschraube auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben oder so verschraubt wird. Und dann ist es fix. Ja. Und ich glaube, genau das werde ich jetzt machen. Ganz genau. Und eben, wie gesagt, die Plexiglasscheibe hier unten noch ein bisschen abschneiden, dass wir hier dann hinterkommen und es einen sauberen Abschluss gibt. Oh, ich hoffe mal, dass man das Plexi nicht springt. Naja. Ausprobieren. Attacke. So. Gucken wir mal, ob ich das mit der Kleuensäge hinkriege, dass man das Zeug nicht springt und naja, ihr werdet es erfahren. Boah, bin ich froh, hat wunderbar geklappt und jetzt habe ich sogar noch ein Stückchen, wo ich nachher Test bohren kann. Wunderbar, schnell alles sauber, abpusten mit der Druckluft und dann probiere ich das mit der Scheibe jetzt nochmal aus. Also das wird ja wunderbar funktionieren. Dann werde ich jetzt aber knapp unterhalb von dem Monitor, in der Höhe vom Monitor, die Querleiste eben verschrauben, verkleben und verspaxen. Und dann hier oben das Ding eben auch. Ja, da kann ich von vorne einfahren, weil ich gerade eben das Problem hatte, von hinten komme ich nicht mehr rein. Aber von hinten. Und dann muss ich natürlich noch aufpassen, dass ich das Brett noch rausmachen kann. Ja, Leute,
Das mache ich jetzt alles, die Hölzer verschrauben und danach geht es dann endlich los mit den Plexiglasbohren und die Dinger bohren. Und wenn das alles so weit fertig ist, tja, dann kann ich endlich mit dem Verspachteln anfangen und mit dem Vorfüllern und Lackieren und was weiß ich, was ich da noch alles vorhab. Ja, lasst euch überraschen. Leute, ich sag's euch, wer nicht dabei ist, der kann sich gar nicht vorstellen, was für Gepopel und Gemurkse das ist, die Leisten da so neu zu bringen, dass die ja genau den Abstand haben, den wir brauchen. Ich habe jetzt, oben habe ich sie schon verschraubt von außen, unten noch nicht. Nur mal einen Leim, den lasse ich jetzt sauber anziehen und dann jage ich ja hier noch zwei Schrauben rein. Jede Seite. Und dann können wir wieder ausprobieren, wie das da rein passt. Leisten festgeschraubt, dann schauen wir das Ganze jetzt nochmal an. Dann schiebe ich erst einmal das untere Brett wieder rein, inklusive der Plexiglasscheibe. Für so soll es dann liegen. Senken. Ja, und dann das untere. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also gefällt mir das. Und so lasse ich das. Passt. Hat was. Gefällt mir. Hier wird dann natürlich noch markiert. Bis dahin wird dann Folie geklebt. Und hier oben genauso bis zu dem Rand, dass man eben dann nur auf dem Monitor sieht. Und ob ich hier außen überhaupt dann noch was mache, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das lasse ich dann so, die Scheibe. Also sprich, brauche ich bloß hier unten einen Streifen kleben und hier oben. Fertig. Noch besser, als ich mir gedacht habe. Hier innen kommt natürlich dann auch die Carbonfolie drauf. Ja. Okay, Leute. Dann werde ich mal weitermachen, werde meine Löcher markieren, werde bohren und. Ja, viel bohren dieses Mal. Das dauert jetzt wieder eine Weile. Aber ich bohre das jetzt alles und wenn das alles gebohrt ist, zeige ich euch das nochmal und dann beenden wir dieses Video, weil danach geht es dann mit Spachteln und Füllern und Lackieren etc. pp. weiter. Bis gleich für euch.